Jo, Leute, herzlich willkommen hier zurück zu Skybound. Mit am Start wieder der Dorf. Hallihallö. Und heute, meine Leute, machen wir was richtig krasses. Und zwar die komplette Banker-Quest. Also ich hab's jedenfalls vor. Leute, wir haben nämlich jetzt gerade noch ganz schnell Level 15 gemacht. Und ich sehe gerade, ich habe hier eine Truhe. Was kann da drin sein? Mal schauen. Ein Orb of Life für 2 Stunden. Ja, kann man gut gebrauchen auf jeden Fall. Nicht zu verachten. IS Warp Lager. Und ich mache das jetzt mal hier in... Ja, komm, einfach in den. Jo, ich muss jetzt zum Spawn und zum Markt, ne? Genau. Um mir die Quest zu holen. Moment, wo ist der? Ohne Scheiß, ich verliere hier kurzzeitig immer so die Orientierung. Same. Also so richtig behindert, ey. Stimmt, wenn ich jetzt hier so am Token-Trader vorbeilaufe, ich brauche noch die 5000 Tokens für das One-Hit-Schwert. Stimmt, da war was. Das wollten wir auch nochmal machen, ey. Heieiei. Oh, ich sehe schon. Wie jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Vorhin war mein Kopfgeld noch bei über 30.000, jetzt ist es bei 29. Weil du in der Warzone warst. Ein bisschen Geld davon bekommen. Ah, stimmt. Hahaha. Click here to begin the Vault Challenge. You'll unlock a personal bank vault upon competition. So. Schau mal. You're ready to stockpile. Pile, was weiß ich. I need a place to put all these items I'll be given. Can you bring me... Will er mich verarschen? 64 Chests, Mann. Alles klar, ja. Machen wir. Also, ESGO. Island. Ich hoffe, ich habe so viel Holz. Ich glaube, ich habe gar kein Holz mehr. Ich glaube, ich habe noch ein paar Chests. Warte kurz. Holz. Ja, das wird nicht reichen. Ich habe ein Stack-Chest. Als ob du ein Stack-Chest hast. Woher? Keine Ahnung, liegt bei mir in der Kiste. Ja, warte kurz, Alter. Warte, ich komm zu dir. Okay. Nice. Okay, jetzt muss ich die da reinmachen. Und auf Give Items. Schön. Was kommt als nächstes? Okay, man braucht 5 Schritte, um die Quest voll zu machen. Krass. Perfect. Now I need to make sure none of your items can be stolen. Please bring me... Okay, 64 Protection Spells brauchen wir. Protection Spells, warte. Warzone Drops. Habe ich noch so Protection Spells? In meiner Kiste hier sind ein paar. Container Locks. Gehen die auch? Ja, yeah, die gehen auch. Okay, perfekt. Ja gut, dann müssen wir jetzt ein paar kaufen. Schade, dass man nicht irgendwie direkt zum Markt kommt. Dass man da immer hinlaufen muss, ist irgendwie... Der Wizard Man, Alter. Protection Spells. 5.000. Rechne mal. Nee, ich will jetzt nicht rechnen. Auf geht's. Cooldown. 10 Sekunden Cooldown, Mann. Kannst du auch ein paar kaufen, bitte? Könnte ich. Ey, das ist ja voll heftig, Mann. Mit diesen 10 Sekunden Cooldown ist doch beschissen. Dass man, weißt du, wenigstens ein paar so zusammen stackbar kaufen kann. Das wäre viel besser. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, ich mache hier dann einfach einen Cut und wir sehen uns gleich wieder oder so. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt geschlagen, wie viel? 15 Minuten da dran gesessen oder so circa. Und wir gehen jetzt wieder zurück auf die Insel. Denn hier kann man ja nichts zuwerfen. Nice. So. Slash Challenge. Challenge. Rein. Perfekt. Okay. Challenge. Was wollen wir jetzt? This what needs to be worth it for me? Do you know? Bring me. Alter, 64 Emerald Blocks. Alles klar, Digga. Habe ich Emeralds? Ja? Ich habe hier 2 Emerald Blöcke drin. Yay! IS Warp Lager. Habe ich bei mir noch welche?
Warte mal, wo sind meine Erze? Da sind meine Erze. Hier habe ich keine Emeralds mehr drin. Hier ist Warp Erz. Habe ich da noch Erzteile? Ein paar. Aber dann gehen wir jetzt einfach mal auf deine. Echt warm? Ich bin echt gespannt, wenn du, also, wenn du mal hier fertig bist mit diesem krassen Schloss. Läuft bei dir, Digga. Ja. Ja. Nice. Fertig. Okay. Nice. Challenge. Was kommt jetzt? Nächster Schritt. Teleporting your items between walls is done. Okay. Mit Enderperlen. Don't judge. Please bring me. Ah. Okay. Weißt du, wenn wir den ganzen Stuff selber besorgen müssen, warum brauchen wir den Typ eigentlich? Warum machen wir uns nicht einfach selber so eine Kiste? Stimmt schon, ne? Eigentlich. Okay, dann wieder auf meine Insel. Ich denke mal, ich hab so viele. Hoffentlich hat der Enderman-Spawner. Ja, ja. Warp-Lager. Warzone Drops. 16, 16, 16, 5. Challenge. So. Okay. Ups, so. Jetzt machen wir das kurz anders. 32. 64 sind 4 Stacks. Ja, meine ich. Ich konnte gerade nicht den letzten Stack da drauf machen. Voll komisch, aber jetzt ging's. Jetzt ging's. So. Was kommt als nächstes? Last task. Actually. More of a personal favor. Please bring me 3 different mob spawners. Left click to the post. Ja. Warum braucht ihr das? Warum? Das will er für sich selbst haben. Ja, ist mir klar, aber. Weißt du, so sind Banker, Mann. So sind Banker. Wir müssen halt auch irgendwie leben, ne? Ist ja nicht so, dass er schon Stack Emerald Blöcke bekommen hat. Ja, ja. Richtiger. Halsabschneider, ey. Kaufst einfach auf dem Markt die 3 billigsten fertig. Ich hab doch, glaube ich, nur welche. Ich habe einen Pick Spawner, den ich eh nicht brauche. Egal, wir gehen hier, jetzt. Hier rechts, rechts, rechts. Ja, es war mir schon fast klar, dass der hier am Anfang ist. Kaufst du einen Chicken und einen. Warte, ich hab einen Pick, genau. Dann hole ich mir einen Sheep. Und einen Chicken. Und einen Chicken. So. So, du kleiner Halsabschneider, jetzt kriegst du deinen Spawner und dann will ich hier Ruhe haben. Blöder Sack, scheiß Banker. So. Ja. Challenge. Okay. All wall challenges must be completed before the feature is unlocked. Ja. Rewards? Hä? Wieso kam jetzt keine Meldung? Mach mal mit. Oh, vielleicht muss ich den ansprechen. Das wäre natürlich möglich. Ah, diese scheiß Ecke, Mann. Muss ich den ansprechen? Hä? Was? Ich hab die jetzt complete. Ja. Aber da kam keine Nachricht so. You know? Also, du kannst jetzt zugreifen. Hä? Kannst du jetzt da zugreifen und da Blöcke verkaufen und so? Wie? Also, wenn du Rechtsklick auf den Banker machst, kannst du da Sachen verkaufen und verkaufen und kaufen? Wenn ich da Rechtsklick mache, kommt das Challenge-Fenster. Ja, dann hast du die Spawner da reingetan. Ja, und ich habe schon abgegeben. Da steht auch, dass es also 5 von 5 Challenges complete. Lol. Ich kann auch kein Reward oder so holen. Hä? Ich geh mal kurz hub. Wir reconnecten jetzt mal. Ich verarschen, Alter. Was denn? Dieser Bastard hat meine. Weißt du, was passiert ist? Was? Dieser Bastard. Weil so sind Banker, ich hab's gesagt. Halsabschneider, Alter. Der hat meine Spawner geschluckt, die Quest aber nicht aktualisiert und jetzt habe ich die Spawner nicht mehr und die Quest auch nicht.
Also musst du jetzt komplett Quest neu machen? Nein, komplett. nein. Die hat, also die normale Quest habe ich noch, aber die steht jetzt halt nochmal bei dem Schritt. Bei Spawner-Schritt. Ja. Voll die neue. Was für ein Spaß, die da, hier, könnte ich einen Stinkefinger in Minecraft zeigen, dann... Hier, schieb dir meine Faust hinten rein, du Sack. Scheiß guck, ich hab's gesagt, Mann, Banker. Halsabschneider, Mann. Verdammte Scheiße. Ist alles eine Taktik von denen. Damit ja, ey, was los hier in Skybound? Ich werd von jedem verarscht. Dabei wollte ich den verarschen. Nein, aber kennst du Julian und Tom? Ja, sag mal. RTL TV, ja, Hartz IV TV. Hier, Julian und Tom, die Malle-Urlauber. Und dann, boah, Julian, jetzt ziehen die uns ab. Dabei wollte ich die abziehen. Okay, probiere ich das nochmal. So, habe ich ein bisschen Geld rausgeschmissen. Scheißegal, ich hab's ja. Nicht mehr machst Hashtag YouTube-Money. Du kleiner Scheiß-Banker, Alter. Willst du mich jetzt trollen? Jetzt ist es wieder, Alter. Ford, hier 100% done. Es kommt keine Nachricht. Muss ich da irgendwie rechtsklick? Nein, rechtsklick geht nicht am Ende. Reward, linksklick, nein. Könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht Buggy ist? Alter, ich will mein Geld und meine Spawner zurück. Ich hoffe, Banker... Ich hoffe, du hörst es. Du bist ein Bastard. Ja, gut. Ja, dich. Hab ich da gerade was gehört, Alter? Willst du Stress? Naja, sei froh, dass hier ja unsichtbare Blöcke sind, Mann. Ich würde dir jetzt die Fresse polieren. Nein. Schlimmer als Immobilienmakler, Alter. Scheiß Banker. Naja, Leute, falls es euch trotzdem gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.